Hallo Leute, willkommen zu Final Fantasy X. Ich habe euch angekündigt, dass es hier einen massiven Fail gab meiner Seite. Nämlich das Ganze hier ist nachkommentiert. Ich habe die Audiodatei gelöscht und naja, worum geht's? Wir sind gerade in Luca noch, haben das Turnier gewonnen, haben die Monsterplage abgewendet, mehr oder weniger selber, nachdem Simon da eine mega Bestie beschwört hat, die auch mal gesagt hat, ich töte jetzt mal alles. Das Witzige ist, ich habe es geschafft, dieses Part zweimal zu failen mit der Zonenaufnahme. Ich habe es mit dem Kumpel aber nachkommentiert und jetzt, naja, das ist mir auch verloren gegangen. Ich weiß nicht, was gestern los war. Naja, das heißt, ich darf das Ganze nochmal selbst nachkommentieren. Tut mir leid, wer auf jeden Fall dabei gewesen wäre, hau ich euch in die Videobeschreibung noch dazu. Könnt ihr mal reingucken, echt cooler Kerl. Und hier, es kommt glaube ich eine Katze, nee, kommt noch keine Katze, wir wissen. Für mich ist es ganz nicht so schlimm, in diesen Parts kommen relativ viele Cutscenes, also ich werde relativ oft still sein müssen. Stört mich jetzt nicht so. Aber naja. You think he's gonna stay here? Sir Auron knows him apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'll miss having him around. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Oh. Whoa. Sir Auron. Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No, no. We accept, right, everyone? Of course. No problem at all. But why? I promised Braska. You promised? Thank you, Sir Auron. You're welcome to join us. And he comes too. Hi, guys. Howdy. This one I promised Jekt. Is Sir Jekt alive? Can't say. Haven't seen him in 10 years. I see. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. What's our itinerary? Where are we headed? Hey, come with me. Also Yuna möchte über Wartmund sprechen, aha. Also wir werden anscheinend doch Leibgarde, genauso wie Aaron, und da wollte ich die Katze sehen. Hey, watch! Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? It's embarrassing to say this myself. But summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know. I know it's hard. Yeah, I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. Huh? Come on.
This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Shouldn't laugh anymore. Separated, just whistle. I'll come running. I promise. Well, let's go. What are you looking at? We were just worried you guys might have gone crazy. Sorry. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. Okay, die Katze ist auf jeden Fall auch vorbei, endlich mal. Die Katze, okay, ich hab, diesmal kann ich jetzt schon vorher sagen, es stolpern sehr viele Cutscenes. Auf jeden Fall kommen wir jetzt gleich auf die Mihen-Straße. Aber auf dem Weg zum Jose-Tempel, oh ne, Jose-Tempel. Aber ich glaube, das ist ein mexikanischer Tempel, also Jose-Tempel. Genau, der Jose-Tempel. Okay. So eben wie diese so retarded wie diese Lache auch klang, finde ich auch schön, dass man hier auch wirklich mal sieht, dass, wie Yuna und Tillis einfach mal, man merkt einfach, da funkt es ein bisschen. Das finde ich einfach diesem Spiel schon gemacht, dass es hier extrem offensichtlich gemacht ist, dass die beiden aufeinander stehen und das einfach mal nicht so wie in anderen Final Fantasy, habe ich schon gesehen, dass eine Liebesbeziehung entstehen soll, aber die beiden, aber das dann so, naja, distanziert war, dass es wieder peinlich war und einfach so nervtötend. Hier habe ich die Party geändert, ich wollte Kimari verwackern, warum ich das so ewig gebraucht habe, weiß ich bis jetzt noch nicht. Hier erfahren wir, dass jetzt das, der Speicherserver auf Level 2 ist. Wir können jetzt endlich Blitzballspieler rekrutieren, ich habe es vorher da versucht. Bevor ich gähnen musste und da war diese Charmi, oder wie sie heißt, die ich rekrutiert habe, gemerkt, das geht irgendwie nicht. Nee, und habe ich untersucht, habe gedacht, hier ist vielleicht irgendwas, eine Kiste, irgendwas, nope. Da war nix. Ansonsten gehen wir jetzt die Mihen-Straßen lang, aber hier kommt, glaube ich, gleich die nächste. This is a statue of Lord Mihen. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yavin feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Mihen walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maesters' trust, and his legion became an arm of the Yavin clergy. It was then that Yavin
Yavin gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. Okay, also da hat die Straße ihren Namen, weil Lord Meehan. Und da ist der erste Monsterkampf in der, auf der Straße. Und hier sehen wir auch, glaube ich, nicht mehr ein Monster, das ist genau ein Panzer, in dem Fall ein Raldo-Panzer. It's also tough. Let me handle this. Diese Klassen zeichnen sich vor allem durch ihre Verteidigung aus. Das ist ziemlich langsam, aber wie schon Aaron erklärt hat, sie ist langsam, aber die Verteidigung, wie ihr auch seht, ist ziemlich heftig. Tillis macht mal ein Drittel von dem, was er normal an Schaden drückt. Wogegen Aaron jetzt mal zeigt, was er hat. Bam! 280. Told ya, Sir Aaron's the best. Oh, ich could have done that. So. Immer wieder kriegt und Wacker kriegt in diesem Kampf keine Erfahrungspunkte, was ein bisschen nervt. Ups. Warte, geht's? Ich glaube, jetzt kommt hier. Kommt. Diesmal keine. Bitte benutzt dies hier, Attacke. Ja, keine Katzen. So, wir kriegen einfach zwei Antidot geschenkt. Keine Ahnung, es ist komplett random anscheinend. Aber mal, wenn's funkst. Und der nächste Monsterkampf bricht an. Und zwar dieses Mal haben wir eine Mihendingo, ein Teilchen Weiß und hey, einen Raldo-Panzer. So ja, Tillis gibt mal wieder übelst an. Okay, ich fange an und hau diesen Mihendingo mit einem Schlag weg. Dann, was habe ich dann gemacht? Genau, ich habe Ex-Eis gezaubert auf die ganze Party wegen diesem Teilchen Weiß. Um praktisch da mal einem Schaden zu entgehen. Und greife mit Kimari, glaube ich, den Panzer an. Wenn ich ihn auswählen kann, ja, bonk. Mari macht auch nicht so viel Schaden, aber der macht normalen Schaden auf das Ding. Hier kommt ein Eiszauber und dabei noch immun, aber na wieder mit Yuna übelst gefocust und naja, ich muss sie heilen. Oh, die Musik ist einfach catchy. So, hier wechsle ich Tillis gegen Lulu, um mal das Ding jetzt einfach mal wegzuklatschen. Und da ist der Panzer auch weg. Das war ein unnecessary Crit, den man auch von Pokémon oft mal kennt. Und hier gibt es noch Erfahrungspunkte. Jetzt Yuna und Kimari kriegen Level Up. Wir kriegen zwei Kraft an Mutter-Seroiden. Boah, wir kriegen doppelt so viel Kraft-Seroiden wie fürs Blitzball-Turnier. Ich weiß, mich fuckt das aber noch ab. Ich nervt, dass ich diesen Button zweimal nachkommentieren muss, aber ich lasse mir das nicht anmerken. So, hier habe ich überlegt, ob ich Kimari was beibringe. Und gemerkt, ich habe noch keine Ability-Seroiden bekommen. Das wurde mir klar schmerzlich mal bewusst. Und für Yuna war das nicht so schlimm. Hier kann ich einfach mit dem Wundersteroid nochmal Magie geben. Oh, drei Stück nicht mal weniger. Aber hier habe ich nachgeguckt, ich wollte den, ob ich den Ability schon habe. Den habe ich auch glücklicherweise schon. Ich habe meine Gruppe wieder angehört, habe Lulu raus, habe Tillis wieder rein. Do you know what those ruins are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to Sin's power. I tremble every time I see them. Compared to Sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating Sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey. Studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of Sin. They are counting on you, milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. So, hier waren wir irgendwas über irgendwelche Ruinen. Ich glaube, Sid hat mal wieder gesagt, ich mache meine Stadt kalt und hier irgendwo steht was mit Arbeth. Genau, und das werde ich euch noch übersetzen. Dann Knimna. Ich glaube, das ist rechtzeitig schafft zum Abschreiben. Ja. Okay, mache ich später nochmal, das ist also nicht übersetzt. Hier untersuche ich wieder natürlich, ob irgendwo eine Kiste steht und naja, hier scheint nichts zu sein.
Aber voila, da ist doch die Kiste. Und zwar ist hier ein Eisschwert. Ich werde das aber wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich mit den Elementwaffen, ich mag das nicht so. Weil man hat gesehen, die laufen zum Beispiel Teilchen weiß rum. Eher nicht so praktisch. Schließlich hätte ich dann hier ein ziemliches Problem, weil es dessen so Katz. Heile ich nur, eine Katzin. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, Captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Hmm. Let's go get him! Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What'd I say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. So, offenbar kommt Tillis doch ein bisschen nach seinem Vater, ist ja schön. Und ein fünftes Monster wartet auf uns. Aber hier ist das mal warten, andere Monster auf uns. Ui, klasse Überleitung! Nein, also ein kleiner Mihendingo, der sich eigentlich nicht wirklich lohnt, dass man gegen kämpft, obwohl das nicht schnell ist. Denn ihr seht schon, der Kampf war schneller vorbei, als er angefangen hat. Yeah! Jawohl! Wir sind stark! Und kriegen Level Up! Cool. Und wieder habe ich vergessen, ich habe keine Prinzip gemacht, was mir gleich zu verstehen bekommen wird. Oh, Spoiler rein. Genau, und hier habe ich nämlich keine Ability-Theorien und hier kommt eine Cutscene. Ah, a summoner party. You too are a summoner? My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. Ah, the High Summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Hmm? Let us see which are stronger, my aeons or yours. A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? I'll do my best. Good. Before we begin, your aeons have been healed. You can fight with your full strength. Come. Genau, unser erster, ich glaube, erster Bestia-Kampf. Wir kämpfen gegen Belgmene und ihren Ifrit, wenn ich das richtig sehe, wie das passiert damit gehört. Hier dazu muss ich sagen, ich habe das noch nie gewonnen. Das ist ein abartig schwerer Kampf. Habe ich, glaube ich, auch hier nicht sonderlich gut angestellt. Naja, wir werden noch sehen. Also, ich hab's schon mal besser gemacht. Und nachdem sie Ifrit hat, können ich selber Beste beschwören, also haben wir nur zwei Fahrer zur Verfügung. Finde ich ein bisschen gemein, dass wir dann in Anführungszeichen Schwächen kriegen. Ifrit ist nämlich von der Power her wesentlich stärker. Aber vielleicht können wir das mit Taktik wieder wettmachen. Schließlich kann ich mit Verfahren auch nicht heilen. Also greife ich einfach nur Eis an. Weil Eis ist effektiv auf Ifrit, weil die Elemente Hitze und Kälte kontern sich ja genauso wie Nässe und Strom. Die Statuswerte der Bestie erhöhen sich, wenn das Medium stärker wird. Dasselbe Ifrit kann also unterschiedliche Statuswerte aufweisen, abhängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Mediums. Dieser Ifrit verfügt über viel HP und hohe Angriffskraft. Nur durch geschickten Einsatz der Befehle sanft und harte Tour ist es möglich zu gewinnen.
Die sanfte Tour fühlt die Ekstase-Leitz nicht mehr an, dafür leidet die Bestie weniger Schaden. Ist die sanfte die harte Tour muss die Bestie mehr einstecken, doch dafür fühlt sich die Ekstase-Leitz schneller. Wenn der Gegner zu einer kraftvollen Attacke ansetzt, sollte die sanfte Tour gewählt werden. Dieser Iffe wiederholt seine Attacken in der Reihenfolge Angriff, Meteorit. Demnach wird er wäre es jetzt besser, die sanfte Tour zu wählen. Genau. Hier kommt der Meteorit und ich kann das ziemlich gut blocken. Und dann greift er nochmal mit Eis an. Eigentlich mache ich jetzt gar keinen schlechten Schaden. Ich habe über 500 Damage gedrückt. Also das Ding irgendwie hält der ganz schön was aus. Mach mal die sanfte Tour, diesen Meteorit zu scouten. Oder nicht zu scouten, aber als. Okay, schauen, um den Meteoriten zu entgehen. Der macht dann deshalb auch nicht ganz, gar nicht so viel Schaden. Ich stelle mich hier besser an als in anderen Kämpfen. Kommt nochmal ein Eis, ich habe die Ekstase voll. Er greift nochmal an, aber ich glaube, ich wähle nochmal die sanfte Tour, um praktisch nochmal diesem Meteorit zu entgehen, weil der könnte mir doch ein bisschen Schaden drücken. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Ich wollte mit der Ekstase sowieso besiegen. Irgendwas habe ich mir dabei gedacht. Ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall kommt ein Laserstrahl. Wie ihr, glaube ich, schon rechts gesehen habt, er darf dann nach Samen angreifen, also ist das ja schon eine entscheidende Phase. Entweder ich kriege ihn oder er kriegt mich. Und er kommt nicht mal in Bedrängnis, er steht immer noch wie eine 1. Und das zeigt schon, das war's für mich. Wie gesagt, dieser Kampf ist abartig schwer, ich habe ihn noch nie gewonnen. Dieses Ding hat auch, ich weiß nicht, wie viel HP das Ding hat, ich habe ihn, glaube ich, 2300 abgezogen und er zuckt nicht mal. Er ist nicht mal im gelben Bereich. Wenn du eine OP-Bestie dabei hast, ist das nicht so schwer. Blöde Kuh. You need more training. But you did well. You show promise. With more training, you could defeat Sin. Thank you. But I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Huh? Or should I say, I was not able to. You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again. Offenbar hat sie ja schon mal gegen Sin gekämpft, aber was ist, wenn sie... was ist, wenn sie verloren hat? Daran zu schlimm dann. Auf jeden Fall haben wir den Reisering bekommen. Das gibt HP plus 10%, was bei Yuna ja doch 50 HP aufmachen muss. Am Ende des Spiels ist dieser Welt, ist sowas gerade mal richtig geil. Und wir kommen nächstes Mal im Kampf. Und wir treffen noch eine neue Klasse, nämlich den Flügelzyklopen. Das ist das Ding da hinten, das heißt, das ist das Schwebeauge. Jetzt machen wir den Behandling und diese Dinger können gerade Late Game, also später im Spiel, richtig nervtötend. Diese Mayuna hat schon mal ein paar HP mehr, das hat 512. Dieser Angriff ist noch nicht so schlimm, aber später gibt es halt... Okay, hier mache ich jetzt mal den Ability Hit, genau, um diese, um endlich mal für die Steroiden zu kriegen. Genau. Dieser Panzer ist ziemlich stark. Und ich mach den... Sollte Ahriman sagen, das ist noch kein Ahriman, das ist noch Feber und ich mach den Feber auf jeden Fall kalt. Yuna heilt Himari, wenn ich ihn auswählen kann. Was wollte ich jetzt nochmal genau sagen? Genau, die können nervig werden, weil sie später verwirren und so einen Scheiß können. Wird noch nervig, dass diese Klasse... Und hier kriegt nochmal Yuna ein Level ab und wir kriegen einen Krafteinfall und einen Ability-Steroiden. Und nochmal ein Wunder-Steroiden für 20 MP von Yuna. Ich glaube, jetzt bringe ich endlich Celeste eine echt nützliche Fähigkeit bei. Denn man kann ja bis jetzt kann ja nicht vor den Kämpfen fliehen, doch jetzt mit der Fähigkeit und Schiss kann man dies. Und das Schöne ist, man kann es im Bosskampf nicht verwenden, kann aber dafür aus jedem anderen Kampf fliehen. Ist praktisch, muss man sagen. Und hier ist eine von der Chocobo-Garde. My Lady Summoner. You're a summoner? Yes. My name is Yuna. I'm Callie. Nice to meet you, Callie. Lady Yuna, are you going to bring us the calm?
Yes. Very soon. Yay! We're looking forward to another calm, my Lady Summoner. I'll do my best. And good luck to your guardians as well. What's the calm? The calm is a time of peace. It comes after a summoner defeats Sin, and lasts until Sin reappears. Huh? Sin dies and is reborn. I get it! I thought it was weird. Yuna's dad defeated Sin 10 years ago, right? But Sin's still here. Didn't make much sense till now. Wait, if it just comes back... Don't say it isn't worth it. Because it is. Even for a little while, people can sleep in their beds without being afraid. That kind of time is worth anything. Don't say it isn't worth it. Your words that day, Yuna, I remember them well. Hier muss ich dann doch sagen, dass sie in der Story den schönen Weg gefunden haben, eigentlich alles zu erklären. Und durch diese Planlosigkeit in Anführungszeichen von Tidus. Muss ich mal sowieso alles erklären werden, weil das wird ja nicht ellenlang dem Spieler alles erklärt, sondern er ist für schöne Story mit eingebunden und hier sehen wir nochmal den neuen Monsterklasse, ein Doppelhorn, glaube ich, heiß ich wie hier. Das Ding ist auf jeden Fall übelst powerful, also heftig, also stark. Das Wort habe ich gesucht. Auf jeden Fall lege ich ihm die Hände so um. Habe ich eine Ability Heap drauf, um das Ding für Ruinen zu kriegen. Und das Ding macht einfach nur übles Damage. Und da habe ich gesagt, okay, das tue ich mir nicht an. Ich rufe Ifrit, dass das in diesem LP sieht, bin ich zuerst mal bei mir. Ich sehe auch mal die Beschwörung. Bei Yuna sieht es anders aus als bei Balmene. Daher auch diese Handbewegung von Tidus. Siok praktisch das drauf. Will you help us? Und zwar greife ich das mit Meteorit an. Die hat schon den Ability Wander, das ist kein klares Problem, es schließt einfach zeigt an, okay, alle deine Items werden zu Ability Steroiden. Ich wollte was zeigen, genau, nämlich wenn ich Feuermagie auf Ifrit selbst caste, kann ich ihn damit heilen? Da er einen Feuersog hat, wie alle Elemente es hier haben, einen Sog auf ihr eigenes Element. Witzigerweise ist mir dann aufgefallen, als er mit dem Kumpel, als er mit dem Kumpel nachkommentiert hatte, dass er verloren ist, was so blöd ist. Dass es keine Wasserbestie gibt. Nochmal in Sterne, hier kommt dann Ifrits Ekstase, nachdem ich mit ihm fast abkratze. Also diese scheiß Doppelhörner sind stark. Ich weiß nicht genau, in dem Part habe ich eine Speicherserie gesucht, habe keinen gefunden. Ich glaube, ich habe den Part, das hat sowieso gleich beendet. Ich finde die Ekstase auf jeden Fall richtig geil. Er schließt den Feuerball ein und dann bricht ein Stück aus dem Boden. Macht man ja so. Schmeißt mir das Fjord. Genau, das Ding ist tot. Ifrit darf auffassen, aber Ifrit hat trotzdem gewonnen. Powerful. Und kriegen alle nochmal ein Level Up. So, das Level-Up mache ich noch. Ich sag schon jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Ich werd dann zurückgehen, wenn ich Speicher irgendwo machen. Wir treffen aber trotzdem in den Blitzball wieder. Das ist ein schöner Orientierungspunkt. Danke fürs da schon anzugehen. Ach, wenn ihr doch geht. Okay. Geh nochmal MP. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Der ist dann jetzt morgen. Laut Upload-Plan. Bis denn. Ciao. Ja, bist du denn?